Ja, du hast ja gesagt, du musst ja nicht ständig noch was drauflegen, noch was drauflegen. Du kannst ja loslassen. Es wird automatisch sowieso leichter und besser. Und das hast du so schön, ja, eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung jetzt mitgegeben, sodass jeder, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, wirklich sein Leben viel einfacher, leichter und erfolgreicher machen kann, wenn er sich das erlaubt, wenn er sich die Zeit nimmt, wenn er ja sich, wenn er das umsetzt, wenn er sich die Zeit dafür nimmt. Genau, und wenn er auch aufhört, Widerstände aufzubauen, also auch aufpassen mit dem, mit diesem, es gibt so ein Verstand-Bashing dann wieder auf der anderen Seite. Es gibt ja die Leute, die nur im Verstand sind, die sagen, ach, diese ganze Gefühlsduselei, das ist nichts für mich, das ist Esoterik, das ist Spinnerei. Es gibt aber auch die anderen, die sagen ja nur noch aus dem Gefühl. Und der Verstand, der ist begrenzt. Und alles unser Ego, wir müssen das Ego endlich mal loslassen. Und wir müssen aufhören zu urteilen. Entschuldigung, Ja, wir das leben in Ego einem. töten. Genau, ja, wir leben in einer polaren Welt. So, ich kann das Urteil nicht aufhören, weil dann kann ich nicht mal aufstehen morgens. Denn allein schon, wenn du im Bett liegst, musst du ein Urteil fällen, stehe ich jetzt auf oder nicht? Ziehe ich jetzt heute was an oder nicht? Ziehe ich jetzt was Schwarzes an, was Blaues oder was Weißes? Das heißt, wir sind die ganze Zeit gezwungen, in einer solchen Welt, in der wir eben nun mal sind, eben auch Urteile zu fällen, Bewertungen einzugehen. Es geht nicht darum, nicht mehr zu urteilen. Es geht darum, nicht zu verurteilen. Das ist eine komplett andere Sache. Ja? Ein Urteil ist eine Wahl. Wer nicht mehr urteilt, kann nicht mehr wählen. Der kann nicht, aber eine Wahl ist ein Urteil. Ja? Der kann auch nichts mehr entscheiden. Ja? Und das ist übrigens auch schon wieder eine Entscheidung. Also alleine nicht mehr urteilen zu wollen, ist schon ein Urteil. So, also wir müssen uns diesen Blödsinn, den wir teilweise auch erzählen, ich muss es echt mal so klar sagen, auch mal ein bisschen selbst reflektieren. Und auch das Ego, das ist schon so ein Schimpfwort, das teilweise in spirituellen Kreisen, das Ego ist nicht unser Feind. Das ist keine Krankheit, die man wegkriegen muss. Ja? Das Ego ist ein super wichtiger Begleiter. Das Ego ist ja deine Persönlichkeit. Wenn du dein Ego loswerden willst, ja, dann spring vom Dach. Ja, dann hast du es los erstmal. Aber es geht eben nicht darum, irgendwo hinzukommen, wo ich alles mal losgelassen habe, um dann glücklich sein zu können und befreit sein zu können. Nein, ich kann hier jetzt mit meinem Ego befreit leben. Ich kann mich so wohlfühlen. Ich muss auch nicht das Denken aufhören bei der Meditation. Warum darf mein Verstand nicht arbeiten? Schau mal, bei der Meditation, du sitzt da, dein Magen verarbeitet gerade das Essen, das du gegessen hast. Dein Körper pumpt literweise Blut durch deinen Körper und funktioniert, er arbeitet. Deine Lungen arbeiten, aber dein Verstand arbeitet und denkt. Und der darf nicht denken? Vielleicht hast du ein Problem mit Intelligenz an der Stelle, ja, aber ich meine, warum darf der nicht arbeiten, aber der Rest des Körpers arbeitet? Du kannst meditieren, du kannst glücklich und befreit leben, auch wenn der Verstand arbeitet. Jeder macht seinen Job, das Ego ist ein Anteil von dir und du darfst alles, und das ist der wahre spirituelle Ansatz. Spiritualität ist nicht auf der Gegenseite der anderen Welt, sondern die Spiritualität ist die Ebene, die alles, alle anderen Ebenen mit einschließt. Also eben nicht mehr sagt, das eine ist nur so, das andere ist nur so, da dürfen wir nicht sein, da schon sein. Seine Spiritualität schließt alle Ebenen, Körper, Geist und Seele mit ein. Alles darf sein, alles darf da sein. Wir dürfen nur lernen, wann ist wer der Chef? Wann ist was das richtige Werkzeug? Wann ist mein Ego gefragt? Wann ist mein Verstand nützlich? Und wann eben gehe ich woanders hin und nehme ein anderes Werkzeug und beschäftige mich über das andere und lenke meine Aufmerksamkeit auf was anderes. Und das ist, glaube ich, diese Freiheit des Lebens, dass wir sagen, es muss nicht das eine oder das andere sein, sondern sowohl als auch. Und dann haben wir ein freies Leben und merken, es ist ja eigentlich schon alles da. Wir müssen nicht irgendwie irgendwas wegkriegen oder uns erkämpfen. Brauchen wir alles nicht an der Stelle. Sehr schön. Das heißt, es gibt diesen langen Weg zum Erfolg, der heißt überwinden, sich selbst wehtun, sich selbst nicht wahrnehmen, kämpfen, kämpfen. Letzten Endes ist man leer. Und es gibt diesen kurzen Weg, dass du jetzt im Jetzt dich gut fühlst, dich auch erfolgreich fühlst. Für jeden ist ja Erfolg eine andere Definition, dass du einfach im Hier und Jetzt in deiner Liebe bist, in deiner Freude und strahlst, in deiner Energie. Daraus ergeben sich Ideen, daraus kommst du in die Handlung.
daraus bist du immer in der Liebe, bist du immer im Erfolg. Und das ist ja eigentlich der leichtere Weg, der schnellere, der authentischste, der, wo du dich nicht überwinden musst. Ja, aus meiner Sicht auch der einzige, weißt du? Weil, ja. Der eine hat mit Durchhalten und Dranbleiben zu tun, nach dem Prinzip Never Give Up. Ja? Nur die Harten kommen geraten, Indianer kennen keinen Schmerz. Also das alte männliche Prinzip, das führt dazu, dass wir sehr viel leiden auf dem Weg. Ja? Sogar wenn wir unsere Ziele erreichen, heißt das nicht, dass wir erfolgreich sind. Das heißt nur, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Aber Erfolg ist eben ein Gefühl. Erfolg ist ein Seinszustand. Und nicht irgendwo, es gibt genügend Leute, die nach Bewertungskriterien sehr erfolgreich sind, die eine Menge Geld haben, die tolle Autos haben, die einen Riesentitel haben. Ich habe mal mit einem Mann gearbeitet, der war 61 Jahre alt und hat gesagt, er hat sein Leben komplett verändert, weil er war hatte eine sehr, sehr angesehene Position in einem Weltkonzern. Und an seinem 59. Geburtstag waren fast 200 Leute bei seiner Geburtstagsfeier da. Und an seinem 60. Geburtstag, der ja noch viel größer ist von der Bewertung, waren genau 5 Leute da. Der Grund war, er war nicht mehr im Unternehmen. So, und da hat er festgestellt, scheiße, er hat ja genauso viele eingeladen, aber die Leute sind nicht zu ihm gekommen, sondern nur zu seiner Position. Und er hat festgestellt, wow, diese ganze Position und alles, was ich gedacht habe, wer ich bin, war alles eine Illusion. Ja, ich hab versucht, mir da die Anerkennung zu erkämpfen, habe festgestellt, dass ich eigentlich völlig an der Realität oder an der Wirklichkeit, ist das bessere Wort, vorbeigelebt habe tatsächlich. Ne? Und ich glaube, loslassen ist in Wahrheit der Weg, der zu diesem inneren Erfolg eben auch führt, was nicht heißt, dass man nicht auch mal dranbleiben darf. Also wenn es um äußeren Erfolg geht, ist dranbleiben der richtige Weg, an vielen Stellen zumindest. Ja? Aber das Gefühl kann ich nicht erzeugen durch Dranbleiben, sondern durch Loslassen an der Stelle. Und wenn ich die äußere und die innere Welt, also den äußeren Erfolg, der eine Rolle spielt, aber auch den inneren Erfolg, der oft vergessen wird, wenn ich das in Balance bringen will, wenn ich das zusammenführen will, darf ich eben beides können. Das Durchhalten und das Dranbleiben, wenn es dann mal wirklich gefragt ist. Ja, ich habe meine Partnerin auch nur gekriegt, weil ich 6 Monate hinterher gelaufen bin und nicht nach dem ersten Date gesagt habe, ja, okay, war schön, aber es hat noch nichts, ist noch nichts gelaufen. Natürlich ist Hartnäckigkeit ein Tool, ein Werkzeug, aber es ist eben nicht das Werkzeug für alles und somit führt man diese 2 Ebenen dann zusammen und dann macht das Ganze eben auch Spaß. Ja, sehr schön. Und ich muss nochmal an die Geschichte denken mit Gehirn und Herz. Und vielleicht kennst du das auch, da gab es mal eine Forschung, dass bei Menschen, die das Herz, ein fremdes Herz bekommen haben, nach einer Herzimplantation, tatsächlich sich das ganze Verhalten verändert hat. Essen, alles Mögliche. Ja. Das ist ja wirklich der Beweis. Ja, viele Menschen, also der Verstand braucht ja immer einen Beweis. Das ist doch wirklich der Beweis, dass wir mehr in das Gefühl gehen, dass es nicht nur der Verstand eben das alles macht, dass sich wirklich jeder, der hier uns zuhört, sich darauf wirklich einlassen sollte. Du tust dir nur selber weh, wenn du die ganze Zeit im Verstand bist oder auch die Geburtstagsgeschichte. Ja, wie viele kennen wir, die sagen, der 50. war so, der 60. so, es muss immer mehr, immer teurer, immer höher werden. Ich muss jetzt ins Ausland, ich muss jetzt das Kreuzfahrtschiff buchen. Wie viele solche Menschen kennen wir denn? Und es geht nicht um die Menge oder dass es noch teurer würde. Es geht doch ums Gefühl, dass du dich gut fühlst. Egal, ob eben mit 5, jetzt bei deinem tollen Beispiel. Und das wäre schön, wenn wir es schaffen, dass Menschen, die uns jetzt zuschauen oder zuhören, da sich auch wieder erinnern, worum geht es denn wirklich in deinem Leben. Ja? Und wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich und was hast du jetzt für Ahas oder Klicksmomente? Schreib es gern in die Kommentarfunktion und spür in dich hinein und sei der Erfolg. Lieber Steffen, was würdest du gerne noch aus dem Herzen den Zuschauern mitteilen, so als letzten abschließenden Satz, dass das nochmal so richtig wirken kann? Ja, ich teile eigentlich am liebsten
jetzt diese Botschaft von Rüdiger Neberg, ein sehr, sehr lieber Freund von mir auch, der ist letztes Jahr jetzt leider verstorben. Rüdiger Neberg, für diejenigen, die ihn nicht kennen, das war so der deutsche Survival-Papst, so wurde der mal bekannt, der hat also die abenteuerlichsten Dinge gemacht und wurde da also für seine Survival-Abenteuer berühmt. Und irgendwann hat er das Ganze dann unter einen höheren Zweck gestellt. Hat dann irgendwann, ist er auf dem Baumstamm, hat er dann Atlantik überquert als erster Mensch in der Welt, also völlig verrückt, und hat damit aber aufmerksam gemacht auf einen Völkermordversuch an den Yanomami-Indianern und hat dadurch erreicht, dass dieser Völkermord an den Yanomami-Indianern eben nicht stattgefunden hat, dass die auch bis heute in ihrem Naturreservat leben und eben von diesen Goldgräbern nicht ausgerottet werden. So, und dann irgendwann ging es weiter und dann hat er eine Stiftung gegründet, die gibt es bis heute, die ist sehr erfolgreich, die Stiftung heißt Target. Und die kümmert sich um das Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung. Ein unfassbar schreckliches Ritual, das es noch in sehr vielen islamisch geprägten Ländern leider gibt. Und Rüdiger war ein Weißer, ja, ein weißer älterer Mann, ungläubig, ja, weil er war nicht im Islam anhängig. Und ja, aus Deutschland, aus dem Norden von Deutschland, aus Hamburg. Und er war gelernter Bäcker. Und dieser Mann hat es tatsächlich geschafft, zusammen mit seiner Frau die größten Religionsführer des Islam zusammenzubringen und es damals offiziell zur Sünde zu erklären, diesen Brauch. Das heißt, es wurde niedergeschrieben, das war also das bei denen wie ein Gesetz sozusagen, es wurde niedergeschrieben und veröffentlicht, dass diese weibliche Genitalverstümmelung ja, illegal ist sozusagen. Und das als weißer, deutscher, kleiner, ungläubiger Bäcker. Und wie er mir das erzählt hat, hat er gesagt, Steffen, und die Botschaft daraus ist, niemand in der Welt, niemand, sollte sich für zu gering halten, die Welt verändern zu können. Und das ist der Satz, den ich eigentlich hier auch jedem mitgeben will. Egal, wo du heute stehst, egal, wie dein Leben gerade aussieht, egal, wie deine Biografie war, halte dich niemals für zu gering, die Welt zu verändern. Ja, du hast die Möglichkeiten dazu. Und deine Biografie ist nicht dein Schicksal. Das heißt, egal wie dein Leben war, es hat überhaupt keine Auswirkung oder keine Relevanz für das, wie dein Leben sein kann und sein wird, wenn du eine neue Ursache, wenn du eine entsprechende Ursache dann eben auch setzt. Ja, und ja, wer mehr wissen möchte zu dem Ganzen, ich glaube, du wirst dann noch darauf eingehen, auf den einen oder anderen Kontakt. Also ich empfehle wirklich die Stiftung Target übrigens sich mal anzuschauen. Das ist wirklich was Großartiges, was man machen kann. Und wer mir folgen will, gibt es natürlich auch noch ein paar Möglichkeiten. Sehr schön. Wo kann man denn dein Buch finden? Hier zum Beispiel. Ich habe es tatsächlich da liegen, weil zurzeit machen wir natürlich jetzt wirklich viele Interviews dazu. Also wie gesagt, das Buch heißt Die mentale Revolution, gibt es jetzt ab 2. Februar. Ich mache zurzeit ganz viel Promo auch dafür, weil es ist so ein Buch, das seit über Jahre hinweg entstanden ist. Ich habe, das letzte Buch ist echt schon, glaube ich, 7, 8 Jahre zurück, dass ich geschrieben habe. Das ist für jemanden, der täglich Content produziert, wie mich relativ oder sehr, sehr lange. Aber ich brauchte selber auch erstmal Bewusstheit dafür, okay, was ist denn jetzt eigentlich gefragt für ein Buch? Ich wollte nicht irgendein Buch schreiben. Und in dem Buch steht im Endeffekt die Essenz von dem drin, wo ich glaube, was jetzt für jeden Menschen in seinem Leben, aber auch für Unternehmen, für Menschen im Verkauf, in der Führung und auch im Umgang mit unserem Planeten jetzt wichtig ist, um die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft wirklich zu meistern. Weil wenn wir jetzt bessere Dinge machen wollen, in der Welt, und wir müssen bessere Dinge machen, wir merken ja, dass die Systeme in der Welt sich stark verändern, dann müssen wir zuerst lernen, besser zu denken tatsächlich und übers Denken dann eben auch wieder das Fühlen anzukoppeln, weil anders zu denken heißt eben auch nicht mehr über alles nachzudenken. Das heißt eben, da gibt es viele Zusammenhänge, steht alles in diesem Buch drin, gibt es ab oder seit, weiß jetzt gar nicht, wann du das Interview veröffentlichst, dann eben in jedem Buchhandel, online wie offline, wo immer ihr wollt. Ansonsten, unabhängig vom Buch, natürlich mein Podcast auch, Upgrade Your Life Podcast, alles for free. Mein YouTube-Channel eben auch, jede Woche 2 Podcast-Folgen, jede Woche mindestens ein Video. Also ich verschenke, was ich weiß. Ich gebe so viel Content raus, wie es nur irgendwie geht. Und ja, schaut euch das sehr, sehr gerne an, wenn euch das anspricht. Und dann, ja, vielleicht lernen wir uns ja beim Seminar oder wo auch immer dann mal kennen, aber ich glaube, das Buch ist jetzt so das Tagesaktuellste tatsächlich auch. Ja. Sehr schön. Ich freue mich auch schon auf das Buch und kann nur bestätigen, dein YouTube-Kanal, dein Podcast, du gibst dort so wertvolle Tipps
und interviewst auch so interessante Menschen, dass man dich da einfach weiter, dir weiter folgen kann und immer weiter ins Herz kommt, in das Vertrauen, in diese Sicherheit, in die innere Ruhe. Und dadurch wird sich auch im Leben all der Menschen, die dir zuhören, sich so viel verändern, dass du wirklich mit all dem, was du sprichst und weitergibst, wie eine Sonne bist, die einfach strahlt nach außen und viele andere Menschen dadurch auch angestrahlt werden. Und wer die Strahlen annehmen möchte, kann sie weitergeben und weiterstrahlen. Und so sehe ich dich als einen kleinen Punkt hier auf der Erde, der viele Menschen anzündet und diese Botschaft, die du in dir trägst, weitergibt, so dass ich dir ganz viel Erfolg wünsche bei all deiner Arbeit. Ganz viele Menschen, die deine Bücher lesen, deinen Podcast hören, auf deine Seminare kommen, dass viele, viele Menschen sich ja in ihrem Leben wohler fühlen, leichter fühlen, erfolgreicher, einfach bei sich zu Hause angekommen fühlen. Ich sage danke für dieses sehr, sehr wertvolle Interview und wünsche dir ganz viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank für die lieben Worte. Ich kann dir das nur zurückgeben. Mach weiter mit der Arbeit. Auch du inspirierst sehr viele Menschen und viele Sonnen zusammen erreichen auch ganz, ganz viel Licht und Wärme. Danke für die Plattform. Dankeschön. Dankeschön. Danke für diese genialen Inspirationen und Tools, die wirklich jeder anwenden kann. Sehr, sehr wertvoll. Und vielleicht willst auch du dein Online-Business aufbauen, dein Wissen verpacken, digitalisieren, monetarisieren. Vielleicht möchtest auch du passive Einkommensströme haben und sozusagen Vertriebler 24/7 arbeiten haben, die nicht krank werden, die keinen Urlaub brauchen, Kanäle aufbauen, auf Social Media aktiv sein, dass du immer gesehen und gebucht werden kannst. Falls du dich zu Beginn damit überfordert bist, kann ich dich beruhigen, so geht es am Anfang jedem, weil jeder diese Dinge erstmal lernen muss, ausprobieren muss und seinen eigenen Stil finden muss. Und dafür gibt es Experten. Falls du das selber machen möchtest, habe ich hier noch 5 Tipps für dich, wie ich es geschafft habe und wie auch du es schaffen kannst. Erstens, du brauchst eine klare Positionierung. Das ist dein Fundament. Eine Positionierung, die genau sagt, das ist dein Problem, dafür stehe ich, das ist die Lösung für dich. Und auch eine klare Gegenpositionierung, wo du auch sagst, du arbeitest nicht mit Menschen, die so und so sind oder so und so denken. Denn dadurch fühlen sich genau die Menschen angesprochen, die auch nicht so sind und auch nicht so denken. Und es gibt ein Match, es funktioniert gleich von Anfang an mit der Zusammenarbeit. Und du wirst erfolgreiche Kunden haben, gute Ergebnisse haben, du wirst weiterempfohlen und es ist einfach wie ein Selbstläufer. Tipp Nummer 2, du musst vielleicht lernen, deine Beiträge und Texte nach einem bestimmten Schema zu schreiben, mit bestimmten Elementen oder psychologischen Verkaufseffekten, sodass du die Menschen richtig mitnehmen kannst, auf deiner Reise, auf diesem Problem, das bewusst machen kannst, dass Menschen das auch für sich erkennen können, dass sie tatsächlich dort auch ein Problem haben, was vielleicht dringend gelöst werden kann, womit das Leben besser wird. Tipp Nummer 3, vielleicht möchtest du auch Videos machen, dann solltest du auch da lernen, wie du nach einem bestimmten Leitfaden deine Videos machst, dass auch die Zuhörer bei dir bis zum Schluss bleiben und dir spannend folgen oder immer mehr und mehr von dir hören wollen, sich immer mehr informieren und letzten Endes auch mit dir das Gespräch suchen. 4. Mit der richtigen Social-Media-Struktur kannst du dir ein Business aufbauen, dass du auf bestimmten Kanälen wirklich 24/7 immer sichtbar bist, immer erreichbar bist, dass die Menschen sich immer informieren können über dich durch deine gesprochenen Worte oder deine Videos. Wenn du das hast und die richtige Zielgruppe dir zuhört, deine Texte liest, deine Videos hörst, dann bekommst du auch mehr Anfragen und Buchungen. Und 5, es kann sein, dass du manchmal nicht in die Handlung kommst oder dass dich Sorgen, Gedanken quälen, wie mache ich das alles richtig? Interessieren das die Menschen? Brauchen das die Menschen? Ist das alles richtig, wie ich das sage? Wenn dich solche nicht dienlichen Gedanken quälen,
Erkenne einfach die Glaubenssätze dahinter, löse sie, lass sie liebevoll gehen und bestimme neue Glaubenssätze, die für dein großes Ziel dienlich sind. Damit hast du es leichter und du gehst wirklich dann einfach raus wie eine Erfolgsrakete, wie eine Verkaufsmaschine. Deine Mitarbeiter haben Spaß und Freude und zeigen deine Produkte, machen auch Videos mit und Texte mit. Und alles wird viel leichter und authentischer. Die Menschen spüren, dass es wirklich eine Hilfe ist. Und es melden sich immer mehr und mehr bei dir. Wie du das machst, das lernst du in meiner kostenfreien Masterclass immer am Dienstag 20 Uhr zum Thema Mindset und am Donnerstag 20 Uhr zum Thema Marketing. Dahin möchte ich dich heute einladen. Du kannst dich gerne über den Link zur Masterclass anmelden, dann bist du per Zoom auch dabei. Denn genau da lernen die Unternehmer, wie sie ihr Mindset und ihr Marketing so aufbauen, dass sie erfolgreich regelmäßig Kunden gewinnen. In der nächsten Folge spreche ich mit Thomas Klussmann über seine Erfolgsgeheimnisse von einem erfolgreichen und neugierigen Unternehmergeist.